Wer regiert unser Deutschland? Ob du es glaubst oder nicht, das sind echte Menschen. Das ist nicht nur unser Bundeskanzler Olaf Scholz, sondern auch seine Minister. Zusammen bilden sie die Bundesregierung. Sie entscheiden über Themen wie das Bürgergeld oder unser Essen. Was? Für jedes Themengebiet sucht sich der Bundeskanzler einen Minister aus. Der Minister ist Chef von diesem Ministerium, zum Beispiel das Finanzministerium. Die Bundesregierung hat aktuell insgesamt 16 Minister. In diesem Video stelle ich dir 8 Minister der Bundesregierung vor. Die anderen 8 Minister gibt es dann im Video nächste Woche. Und am Ende habe ich noch eine schwierige Quizfrage für dich. Los geht's! Robert Habeck. Robert Habeck leitet das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Robert Habeck ist gleichzeitig auch Vizekanzler. Das heißt, er vertritt den Bundeskanzler Olaf Scholz, wenn dieser nicht da ist. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist für die Wirtschaftspolitik zuständig. Was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist, einfach gesagt, wenn Menschen arbeiten und dabei etwas erzeugen. Das können zum Beispiel Autos, Brote oder einfach nur Wissen sein. Die Wirtschaft sorgt dafür, dass die Menschen das kaufen können, was sie brauchen. Das Ministerium arbeitet auch daran, dass die Wirtschaft und der Klimaschutz gut zusammen funktionieren können. Zum Beispiel durch erneuerbare Energien wie Sonnenenergie, Windkraft oder Wasserkraft. Christian Lindner. Christian Lindner leitet das Finanzministerium. Das Finanzministerium kümmert sich um die Geldpolitik in Deutschland. Das Finanzministerium kümmert sich auch um die Steuern. Das ist Geld, das jeder Bürger an den Staat abgeben muss. Der Staat nutzt das Geld dann für den Bau von Straßen, Schulen und Krankenhäusern. Nancy Faeser. Nancy Faeser leitet das Innenministerium. Sie kümmert sich unter anderem um die Sicherheit der Menschen in Deutschland. Das heißt, sie ist zum Beispiel dafür verantwortlich, wer nach Deutschland reinkommen darf oder wer aus Deutschland wieder ausreisen muss. Annalena Baerbock. Annalena Baerbock leitet das Außenministerium. Man nennt es auch das Auswärtige Amt. Das Auswärtige Amt vertritt die Interessen Deutschlands in der Welt. Außerdem bietet es Deutschen außerhalb von Deutschland Schutz und Hilfe. Boris Pistorius. Boris Pistorius ist der Chef des Verteidigungsministeriums. Er ist der Chef aller Soldaten in Deutschland. Boris Pistorius kümmert sich um die militärische Verteidigung von Deutschland. Das Verteidigungsministerium ist auch dafür zuständig, dass wir in Frieden leben. Dazu gehören auch der Schutz vor Terror oder die Sicherheit im Internet. Hubertus Heil. Hubertus Heil leitet das Ministerium für Arbeit und Soziales. Ich habe Hubertus Heil einmal persönlich getroffen. Das Ministerium kümmert sich unter anderem darum, dass viele Menschen einen Job haben und dass es allen Menschen gut geht. Hubertus Heil hat zum Beispiel auch das Bürgergeld eingeführt. Er verwaltet 166 Milliarden Euro. Verwaltet, nicht besitzt. Marco Buschmann. Marco Buschmann leitet das Justizministerium. Das Ministerium ist verantwortlich für die traditionellen Bereiche des deutschen Rechts. Das ist zum Beispiel das Strafrecht. Cem Özdemir. Cem Özdemir ist Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Wichtige Ziele seines Ministeriums sind eine gute und gesunde Ernährung mit sicheren Lebensmitteln und klare Informationen beim Einkauf von Lebensmitteln. Denn in Deutschland haben wir das Problem, dass sich zu viele Menschen ungesund ernähren. Mehr als jeder zweite Deutsche ist zu dick. Quizfrage. Jetzt möchte ich von dir wissen, hast du verstanden, was der Unterschied zwischen Wirtschaftsminister und Finanzminister ist? Dann schreib es gern in die Kommentare und ich antworte dir persönlich. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann.